So, und das sind beides Sensali Blut, das sind Nekromanten. Und die machen so Arschloch-Sachen, die klauen mir Leben und fügen es sich zu, heißt absorbieren. Oder machen Minions, wobei das hier nicht der Fall ist, das lohnt sich für Gegner nicht Minions zu machen. Michi, für dich ist ein tödlicher Kestus gedroppt. Aber beeil dich, bevor du den da schon wieder ziehst. Michi hat nämlich ein Talent dafür, Gegner zu ziehen, weil sie zu schneckig ist. Ja, ja. Kann ja nicht jeder so schlank und sportlich sein wie du. Ja, genau, das liegt an der dicken Rüstung. So, das ist ein Ritualist und ein Plünderer. Der Ritualist fungiert in diesem Team hier als Supporter, Healer, wie auch immer. Und sollte eigentlich zuerst geschädelt werden, aber da Lukas keinen Bock darauf hatte und Lukas auch nicht, machen wir erst den Waldläufer platt. Passiert oft, dass in dieser Kombo, dass sie so rumrennen in Ritualist und Waldläufer. Und später werden die Gruppen halt auch größer. Meist 5er-6er Gruppen, die rumpatrouillieren, die wir später auch noch sehen werden. Besonders meine ich die Amphar, die halt immer zwei Waldläufer hat, zwei Assassinen und dann entweder einen Nekro, einen Ritualist oder einen Mönch dabei haben. Das ist eine echt hässliche Kombination, weil Waldläufer sind hardcore-mäßigste Unterbrecher. Das ist für Zauberer ganz besonders behindert, wie zum Beispiel für Mönche oder Elementarmagier. Auf jeden Fall, das ist ganz schön scheiße für die. So, ich mach mal meine kleine Missionskarte auf, um zu gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, sind wir. Jetzt sehen diese rote Spur hinter uns her, damit wir wissen, wo wir langgelaufen sind. Und das hier ist ein Wiederbelebungsschrein-Symbol. Wir müssen immer in die Richtung, die stehen immer da an den Portalen. Und das Grüne ist in diesem Fall ein Portal. Und ja, in die nächste Instanz, die dann wäre Provinz Kinya. So. Das ist der Wiederbelebungsschrein und das ist das Portal, durch das wir jetzt stapfen werden. Die nächste Quest, die... Ja, stapfen. Nächste Quest wird jetzt etwas viel Laufarbeit, aber keine Ahnung, es werden witzige Namen auftauchen, bei denen man sich relativ gut lustig machen kann. So, und bis hierhin ist halt so ganz und gar nicht blind, weil das habe ich jetzt heute Abend schon 4-mal gemacht. Hier macht es einfach keinen Spaß mehr. Aber was soll's. Das machen wir jetzt noch und danach wird's so halbblind, weil, um ehrlich zu sein, ich habe lange nicht mehr gespielt. Guck mal in der Gilde, wenn man sowas sieht, so 8 Monate. Ich war auch nicht viel besser, weil ich bin immer so ein Ferienzocker. Und je nachdem, wie viel Schule dann dazwischen liegt, eher weniger. Ich meine, wer kann es sich schon leisten, nachts um mittlerweile 4.16 Uhr zu spielen während der Schulzeit? Das wäre echt zu hart. Ich denke, wir werden heute zwar auch durchmachen und noch ganz, ganz viel für euch aufnehmen, aber unter der Schulzeit ist das, glaube ich, für jeden verständlich, dass das nicht so möglich ist. Ich denke, einmal in der Woche wäre das möglich, aber das ist zu hart. Und ich werde halt immer ein Set aufnehmen, das heißt, keine Ahnung, ich werde 2 Stunden spielen, daraus werden dann dementsprechend 8 Folgen, die dann für eine ganze Woche reichen. Das heißt, es würde sogar reichen, einmal in der Woche nur zu spielen. Übrigens, guckt euch den Namen an. Chenpo Chin ist ein Sammler. Und klingt nach Chai-Tee. Chenpo-Chin. Bei uns gibt's ein tolles Café in Bielefeld, das heißt Tummel. Da gibt's auch Chai-Tee. Ihr habt großes Glück, dass Großmeisterin Amara sich bereit erklärt hat, euch zu trainieren. Sie ist der fähigste von unseren Großmeistern und hätte schon lange befördert werden sollen. Seid ihr für die nächste Lektion bereit? Gut, dann fangen wir an. Annehmen. Großmeisterin Amara hat prophezeit, dass Kantabal von einer Krankheit befallen werden wird. Eine solche, die selbst die Sanftmütigen in rasende Monster verwandeln wird. Übrigens Rechtschreibfehler, da fehlt ein L. Die alles töten, das sich ihnen in den Weg stellt. Großmeisterin Amara hat immer recht. Wir müssen 2 Zutaten sammeln, und zwar Nongbeeren und Teiling-Knopfen. Heißt das nicht Knospen? Schon wieder ein Rechtschreibfehler. Damit sie versuchen kann, ein Gegenmittel herzustellen. Es könnte auch an der Uhrzeit liegen, dass ich einfach nicht lesen kann. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. So, wir haben Vergeltung und Wiederbeleben bekommen. Vergeltung hätte ich jetzt gerne drin, weil das ist ganz cool. Wiederbeleben brauche ich alles nicht, naja. Was, du bist bereit? Chenpo Chin, ja, ich bin bereit. Nein, gestern war ich bereit. So, und da ist der Tomatenpass. Oh, oh, du sagst nichts mehr. Was ist da los? Hm? Was ist da los? Mi Fai, Chimpencho, Pevan, Hardcore-Tee. Tomatenspaß. Bitte was? Tomatenspaß. Ja, Tomatenspaß. Nein. Tomatenpass. Tomat. Totoro. Aber ich hab doch Hunger. Tomatenspaß. Oh, ich hab auch Hunger. Wollen wir uns eine Pizza bestellen?
Hast du Bock Du vor... da, ich hier, merkst du? Ja, es geht um was anderes. Guck mal bitte auf die Uhrzeit. Du kannst im Prinzip gleich schon zu mir fahren. Meinst du nicht? Ja, aber dann würde ich mir keine Pizza bestellen. Du Sondern könnt... bei Mc's Ich Frühstück wollte gerade gehen. sagen, lass das mal machen später. Bist du dabei? Ja. Und ich habe hier ja einen Laptop und einen Tower, dann können wir hier zusammen weiter aufnehmen. Nicht? Frühstück bei Mc's und dann erstmal vor dem PC sitzen und fressen. Aber sowas von. Ich weiß gar nicht, ob das in LP gehört, aber es bockt sich. Thailing-Ranken. Für die Thai-Nutte. Thai-Thai. Okay. Hier steht Knospen übrigens richtig. So. Und wieder zurück. Wehe, irgendwer greift die an. Derjenige wird alleine damit klarkommen müssen. Ich mach. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Ah! Was? Ach, ich muss da wieder hoch. Lass doch die. Guck mal, wie viele rote Punkte da sind. Lass die doch einfach in Ruhe. Kisai kriegt eh wieder auf den Sack und muss jetzt rushen. Naja, das soll ja nun nicht mein Problem sein. Mein Schienenüberwacher sind so lieb. Ja, und mein Arsch tut weh. Und ich habe so Hunger. So, ich mach mal gerade die Feststelltaste. Michi, unterhalte die netten Leute mal gerade. Ich hol mir ein Kissen. Also, bla 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 bla. Wir laufen und laufen und Gopi läuft gleich gegen irgendwas. Nein, tut er nicht. Oh, schade. Ich bin gerade wieder da. Wir laufen einfach mal weiter. Lauf mal vor. Weiter. So, da bin ich wieder mit Kissen unterm Arsch. Bockt sich. Nein, das war kein Spaß. Genauso wenig, wie dass wir gleich zu Meckes fahren und ihr alle neidisch sein könnt. Erstmal bei Burger King frühstücken, das ist billiger. Kostet nur 99 Cent anstatt 1 Euro. Ja, toll, aber das ist alles. Also, ich meine, ich finde Burger King ja auch toll, aber da gibt's nicht so tolle Sachen. Da gibt's keine Pfannkuchen, wie heißen sie? McGriddles. Genau, keine McRiddles und diese schönen Schinkendinger gibt's da auch nicht. Diese Käse-Schinkentoasties, die bocken übel. Sehr gut. Bruder Pewan, ich weiß, dass ich es euch nicht leicht gemacht habe. Ihr habt euch aber trotzdem wacker geschlagen. Ich bin beeindruckt. 1500 Erfahrungspunkte. Meister Togo wünscht, dass ihr ihn im Linnokhof direkt neben dem Hauptbereich des Klosters trefft. Obwohl er ein Ritualist ist, hat er hier das Sagen. Und ihr tut gut daran, seinen Wünschen nachzukommen. Die Reise zurück zum Kloster ist lang. Ihr könnt aber schnell dorthin gelangen, indem ihr eure Karte benutzt. Yep, ja, ich bin schon unterwegs. So, Michi, du kennst das Spiel, wir treffen uns im Kloster. Alles klar. Alles klar. Schade, ich wollte gerade zeigen, wie männlich ich bin. So, Michi. Mensch, so, wird hinzugefügt. Michi. Schluckauf ist da. Genau, Schluckauf ist da. Und wir wollen wieder zum Linnokhof. Wie viel Geld haben wir mittlerweile dabei? Nicht viel. Was ist das da? Eine Sumqua-Klinge. Die ist schon mal stärker als meine Scheißwaffe. So, also wollen wir wieder zu Meister Togo. Und ich habe es mir anders überlegt. Ich will euch die anderen jetzt doch nicht zeigen, weil es ist einfach voll langweilig und ich habe Schnauze voll von anderen Klassen noch zeigen, weil diese Arbeit ist einfach zu einfach. Zu einfach, zu einfach. Wisst ihr? So, sie ist einfach zu einfach. So. Annehmen. Oh, ich habe vergessen vorzulesen und er verbeugt sich. Verbeugen. Verbeugen. Ja, ich dich auch, Meister Togo. Dankeschön. So, und das hier. Jetzt, wo ihr euer Training in einigen anderen Klassen abgeschlossen und mehr über sie gelernt habt, ist es Zeit, dass ihr euch entscheidet. Denkt genau darüber nach. Wenn ihr erst gewählt habt, könnt ihr euch nicht mehr anders entscheiden. Michi, hör mal bitte auf, ins Mikrofon zu pusten. Welche sekundäre Klasse möchtet ihr wählen? Ja, ich wähle Mönch als meine Sekundärklasse. 3500 Erfahrungspunkte. So, damit sind wir jetzt gut dabei. Die ganzen Sachen, die wir gerade geliehen bekommen haben, Fertigkeiten, gehören jetzt ganz uns. So. Eine gute Wahl, Kind. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt könnt ihr entweder zu eurem Großmeister zurückkehren, um euch die Befähigung für eure primäre Klasse zu verdienen, oder ihr könnt noch einen Quest von mir annehmen. Die Entscheidung bleibt euch überlassen. Ich würde euch aber empfehlen, zuerst mit eurem Großmeister zu reden und zu mir zurückzukommen, wenn ihr euch eure Befähigung verdient habt. So, hör mal auf zu klatschen. Du darfst gleich klatschen, wenn ich mein Level up habe, weil wir drücken. Ich werde jetzt eins haben, weil ich so viele Erfahrungspunkte bekommen habe. Zack. Und er jubelt. Dankeschön. Ich bin sogar schon bei. Gucken wir mal. 65% des Weges.
Aber was hast du noch? So, das ist die nächste. Die ist wichtig, die führt zur ersten Mission und deswegen werden wir die erstmal noch nicht machen. So, eins auf Heilgebete, eins auf Stärke, passt. Also, es ist auf Video dokumentiert. Das ist die nächste. Falls ich keine Ahnung mehr habe, schreibt mir eine Message bei YouTube, wo ich hin muss. Und dann läuft das. Übrigens sollte ich mal die Leute aufklären, die vielleicht noch hier sind, dass die bei YouTube sind. Verstehe. Hallo. Ihr. Ihr seid bei YouTube. Bockt sich, so. Und wir sollten jetzt erstmal zum Großmeister. Zu welchem denn? Zu Großmeister Zahn, ja. Zu Großmeister Zahn. Und er fängt an zu tanzen. Passt. So. Seid ihr bereit, euch eure Kriegerbefähigung zu verdienen? Also gut. Diese fortgeschrittene Training soll euch die Feinheiten des Kampfes lehren. Der Krieger ist ein meisterhafter Taktiker und überlebt durch seine rohe Kraft und gerissene Bewegung. Er ist ein ausgezeichneter Schwertkämpfer, Axtträger und Hammermeister. Sprecht mit Ausbildern, wenn ihr bereit seid, mit eurem Training zu beginnen. Ich bin bereit. Ja, ihr seid der Hammer. Oh.